Bist du schon in innere Kreisstürme ausgesprochen, weil du Menschen getroffen hast? Everything you're waiting for. Fred and George Weasley. Oh yeah, we'll check it out, definitely. Marcel Meets. So, hier, wir stehen jetzt hier draußen. Wir sind ja hier bei der Release Party von Norderney. Für alle, die sie nicht kennen, ist Pia ist von Pusha TV. Ja, ich habe drin auch mal ein paar Leute gefragt, was die so dazu halten. Ein paar, die auch aufgetreten sind, die auch selber am Schlager unterwegs sind. Olli, der hat mich eingeladen, Oliver Deville, der hat das Ganze produziert. Ich bin ja nicht so ganz persönlich der Schlagermensch. Es tut mir leid für alle, die jetzt sagen, oh nein, die könnt ihr nur. Keine Ahnung. Okay, aber wir haben trotzdem einen schönen Abend. Ja, das darf man gesagt sein. Darum geht's. Die Party ist Wahnsinn. Also absolut toll. Nach der Premiere vom Song Norderney. Du bist ja da auch aufgetreten, oder? Ja, ganz genau. Die Leute haben sehr gut mitgemacht, war einfach super. Was wünschst du den beiden von Pyrrhus Glück? Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg mit Ihrem neuen Song. Es ist ein knaller Song, also wenn da kein Erfolg kommt, dann weiß ich es nicht. Schlager, das ist ja für viele, dass man auch in, ich sag mal, Discos dabei richtig abgehen kann und auch viel Alkohol dazu passt. Das trifft für dich ja nicht so zu, weil du darfst ja gar nicht. Wie feierst du das Ganze für dich? Also, bei mir reicht schon eine Cola. Die DJs meinten, man muss unbedingt den zweimal spielen. Der Song ist absolut Hammer, das ist ein Hit. Und ich glaube, dass man das Ding sogar noch mehrfach als nur zweimal am Abend spielen sollte. Das war doch ein Statement. Man hat ziemlich viel Neues kennengelernt, also für mich zumindest, weil ich kannte das ja hier noch nicht so. Ja. Mit dem Schlager. Ja, ja. Auch ganz fasziniert. Ich habe hier Willi Wedel und ansonsten gibt es noch ganz viele andere Videos. Ja, viel Spaß und jetzt gibt es noch die Outtakes. Marcel Meets. Meet Marcel on his blog. Gibt es auch auf Facebook, Twitter und Blog. And always the best outtake at the end. You're welcome. Genau, denn Norderney wird heute uraufgeführt, Release Party, Norderney von Pures Glück. Für alle, die sie nicht kennen, Pia ist von Pusha TV. Das finde ich ganz gut. Und ich gucke schon wieder die ganze Zeit in den Bildschirm. Ich fand, dass man so alte Geschichtssachen, so wie Fukushima zum Beispiel, wieder thematisiert. Das finde ich sehr, sehr cool. Deswegen, das kann man nur mehr als lobend erwähnen.